Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Addon-Erstellung. Heute schauen wir uns etwas an, was auch wieder so eine Miniserie wird, nämlich die Oxidation von Kupfer. Und dazu haben wir hier so eine kleine Statue, eine Kupferstatue von einem Zombie. Wie ihr sehen könnt, das ist ja, eindeutig ein Zombie. Und ich möchte euch so quasi zeigen in dieser Miniserie, wie man Kupfer oxidieren kann, deoxidieren kann und wachsen kann, damit ihr quasi eure eigenen Kupferblöcke-Variation machen könnt. Denn ich finde, Kupfer ist an sich super nützlich, um Sachen zu bauen. Vor allem die vier verschiedenen Variationen geben dem Ganzen so ein bisschen mehr Farbe und es gibt schöne Farbverläufe zwischen den Variationen. Daher wäre es ganz schön, wenn man nochmal extra eigene Blöcke machen kann. Da möchte ich euch einfach zeigen, wie man das Ganze hier mit dieser kleinen Statue als Beispiel machen kann. Genau, als allererstes kommt natürlich hier der Block dran, das eigene Blockmodell hier. Und da machen wir diese kleine Statue als allererstes. Also, genug geplaudert, los geht's. Also dann legen wir mal los. Hier in Blockbench erstellen wir einfach unseren neuen Block. Dazu gehen wir auf Minecraft Bedrock Block und dann auf neues Modell erstellen. Und dort tippen wir dann eben den Namen ein. Und ich sag jetzt einfach mal Copper Statue Zombie. Es ist nicht so, als würde ich irgendwie noch weitere von denen erstellen, aber es ist immer ganz gut, möglichst genau zu erklären, was es eigentlich ist. Wenn ihr nur Copper Statue macht, dann ja, es ist halt, es kann halt verwirren. Sagen wir es so, es kann verwirren. Und daher würde ich euch empfehlen, macht es einfach möglichst genau. So, im Outliner erstellen wir natürlich erstmal eine neue Gruppe, die bezeichnen wir Root, wie praktisch immer. Und dort fügen wir einfach direkt einen Würfel hinzu, wir verschieben ihn ein bisschen und machen das Ganze wieder rückgängig, damit er quasi die richtige Farbe bekommt. Und den machen wir dann klein, und zwar quasi einen Pixel hoch, genau so. Und dann haben wir eben hier diese Grundplatte im Grunde. Okay, dann fügen wir noch eine Gruppe hinzu, die benennen wir Legs, für die Beine vom Zombie. Und dort fügen wir dann einen Würfel hinzu. Das verschieben wir auch einfach mal, damit es dieselbe Farbe bekommt. Und an sich ein Zombie, falls ihr das wisst, hat quasi Beine, die sind 12 Pixel hoch, 4 Pixel breit und 4 Pixel quasi dick. Ja? Und wir können das nicht machen, weil dann wäre das Modell ja zwei Blöcke hoch. Aber wir haben ja hier nur einen ganzen Block quasi, mit dem wir arbeiten können. Daher müssen wir das halt einfach halbieren. Ja? Statt 12, 4, 4 haben wir da einfach 6, 2, 2. Das machen wir einfach mal. Wir ziehen das hier runter bis auf 6. Und dann machen wir das hier auf 2. So und so. Und dann seht ihr, haben wir direkt ein kleines Bein. Und das können wir hier auch, können wir auch hier einfach mal duplizieren und rüberziehen. Und dann seht ihr, haben wir hier direkt 2. Dann machen wir mal den Oberkörper. Wir fügen wieder einen neuen Würfel hinzu, verschieben ihn ein bisschen, machen es rückgängig. Und dann machen wir den etwas kleiner. Von der Breite her ist es im Grunde wie zwei Beine. Macht ja auch irgendwie Sinn. Also wir haben hier quasi 4 Pixel breit. Von der Tiefe her sind es immer noch 2 Pixel wie bei den Beinen. Und von der Höhe ist es auch 6 Pixel. Also im Grunde zwei Beine nebeneinander. So groß ist dann der Oberkörper. Wunderbar. Und für die Arme können wir Folgendes machen. Wir gehen einfach zu den Beinen, duplizieren das und benennen das einmal um. Sagen wir Arms. Dann nehmen wir hier den ersten Würfel, das ist der rechte hier. Und dann ziehen wir den halt dorthin, wo die Arme normalerweise sind. Und das machen wir einmal so. Und natürlich, jeder kennt es, der Zombie, der hält die Arme nach vorne hin. Das heißt, wir ziehen das einfach mal einmal nach oben und dann einmal nach vorne. So. Alles, was dem Zombie noch fehlt, ist ein Kopf. Das heißt, wir fügen das auch noch hinzu. Wir gehen hier wieder zu Root. Einen neuen Würfel fügen wir hinzu. Kurz verschieben. Einmal rückgängig machen. Und jeder kennt das, ein Kopf ist eigentlich 8x8 Pixel groß, aber in dem Fall machen wir das einfach 4x4 Pixel, weil wir das natürlich alles halbieren.
So, dann ziehen wir das dort einmal rüber. Oh, ich glaube, ich habe das ein bisschen, ja, zu weit hinten gemacht. Egal, das machen wir gleich. Ziehen wir das dort rüber und das dort rüber. Dann machen wir das noch mittig auf den Körper. Und damit haben wir im Grunde unseren Zombie. Könnt ihr ja locker erkennen. Also das ist ja die Statur von einem Zombie. Hoppla. Ihr seht, dass es da irgendwie so ein bisschen buggt. Das nennt man Z-Fighting. Es liegt daran, wenn quasi zwei Flächen dieselbe Position quasi haben und denselben Platz quasi auf dem Bildschirm einnehmen wollen. Da machen wir einfach die Beine ein bisschen kürzer. Ist halt einfach ein bisschen kleinerer Zombie dann. Macht keinen großen Unterschied. Ja? Und dann haben wir hier unseren kleinen Zombie. Natürlich hat er jetzt noch keine Farbe und die würde ich tatsächlich auch gerne mal ein bisschen anpassen. Und dazu importieren wir einfach eine Textur. Ja? Wir holen uns jetzt einfach die Kupferblock-Textur. Hier in Downloads gehen wir auf Bedrock Samples. Hoffentlich habt ihr euch die schon runtergeladen. Resource Pack, dann weiter nach unten zu Textures, Blocks und dann suchen wir einfach Kupferblock und dann scrollen wir einfach mal ein bisschen weiter nach unten. Dö-dö-dö-dö-dö. Gleich sollte es soweit sein. Ja, Kupferblock, klicken wir einmal drauf und dann seht ihr, es wurde automatisch zu allen Texturen hinzugefügt. Hier will ich die Textur tatsächlich so lassen. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt gehen wir mal zum Kopf erstmal hin und dort verändern wir das ein bisschen. Hoppla, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Tatsächlich finde ich es ganz lustig, dass diese 4 Pixel im Grunde, diese hier da drauf sind, sieht so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, Taucherhelm, so ein ganz alter Taucherhelm. Also würde ich sagen, machen wir auf jeder Seite das einfach so. Sieht dann halt auch so ein bisschen aus wie so eine. So ein Blitzableiter halt. Finde ich eigentlich ganz witzig. Den Körper würde ich dann tatsächlich aber so machen, ja. Und Osten, ich meine, ich weiß nicht, ob das so gut dann passt. Ja, nee, nicht so. Daher würde ich das einfach daneben verschieben. Also so, damit das halt eben so eine andere Farbe bekommt, weil die 4 Pixel stören dann halt eben ein bisschen. Oben verschieben auch daneben. Moment. Norden, Osten. Ja, vielleicht verschieben wir es doch noch ein bisschen weiter. So hin. Oben machen wir einfach hier rüber und unten machen wir auch einfach hier rüber. So. Da hat er eben auch diese 4 Pixel auf der Brust und auf dem Rücken. Arme und Beine finde ich tatsächlich eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Sehen dann halt eigentlich ziemlich gleich aus. Dann kann man auch deutlich erkennen, das ist das eine Bein, das ist das andere Bein. Also ich glaube, so lassen wir das. So sieht das ganz gut aus. Dann können wir das Ganze exportieren. Und ja, dummerweise funktioniert das immer noch nicht. Also entweder können wir das hier als Zip-Ordner, hoppla, als Zip-Ordner herunterladen. Und gerade macht es alles möglich. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist kaputt gegangen. Im Grunde trennen wir einmal den Bildschirm, so dass es im Querformat ist. Und wenn wir dann auf Export gehen, dann wird es halt daneben angezeigt und dann können wir einfach draufklicken und es wird korrekt exportiert. Also gehen wir mal auf Download. Dann können wir auch wieder zurückdrehen. Und dann hätten wir das im Grunde. Ja, das können wir jetzt an sich entfernen. Vielleicht wollen wir noch gucken, wie groß könnte das sein. Also an sich, ich würde diese Platte eher ungern benutzen. Ich würde das schon hier an der Figur quasi machen. Ich will es auch nicht als ganzen Block machen. Also im Grunde hier haben wir 4 Pixel, 5, 6, 7, 8 von der Breite her. Also quasi in X-Richtung. Und hier haben wir 6, 7, sagen wir auch 8. Ja, damit wir einfach 8, 8 haben und dann passt das. Ja? Wir werden gleich sowieso nochmal gucken müssen, wie wir das dann ganz genau machen. Z-Archiver benötigen wir tatsächlich nicht. Stattdessen gehen wir hier zu Bridge. Dann erstellen wir einfach mal einen neuen Block. Dazu gehen wir hier auf die 3 Punkte, New File. Und dann gehen wir hier auf die erste Gruppe quasi und auf Custom Geometry Block. Identifier fügen wir einfach mal hinzu. Copper Statue Zombie.
wie auch vorhin, Display Name. Wir schreiben hier in die englische Übersetzungsdatei quasi rein, aber an sich für dieses Tutorial-Addon ist das ziemlich egal. Wir sagen einfach kupferne Zombie-Statue. Ja? Blockmodell können wir direkt hinzufügen, weil wir keine Blockvariationen verwenden, ist es relativ egal. Daher können wir das einfach so hinzufügen. Block-Texture will ich quasi die Vanilla-Textur verwenden, beziehungsweise wenn man ein Ressourcenpaket hat, soll das natürlich durch die neue Textur ersetzt werden. Deshalb gehen wir hier einfach auf Create. So, dann lädt das Ganze. Es werden einige Dateien hinzugefügt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Als allererstes gehen wir wieder zurück und löschen ein paar Sachen. Blockmodells sollte jetzt hier korrekt drin sein. Ihr seht Copper Statue Zombie. Das passt auf jeden Fall. Übersetzungsdateien schauen wir uns nicht an. Textures, Blocks, Copper Statue Zombie. Total nervig. Es wird immer automatisch hinzugefügt. Brauchen wir nicht. Löschen. So. Hoppla. Egal. Ich wollte gerade in Terrain Texture erstmal rein. Hier haben wir jetzt Copper Statue Zombie und dort können wir halt das Geräusch verändern in dieser blocks.json-Datei. Und ich würde sagen, wir tippen einfach mal Kupfer ein. So. Sollte es hoffentlich geben. Dankeschön. Wird vorgeschlagen, das heißt, es gibt es als Standard quasi. Und dann können wir das da einfach einfügen. Dann gehen wir hier zu Terrain Texture und dann löschen wir das einfach. Wenn ihr eine eigene Textur verwendet, dann solltet ihr das am besten drinnen lassen, aber ich benutze hier einfach die Standardtextur, das heißt, das kann gelöscht werden, speichern und schließen. Dann gehen wir hier wieder zurück, das kann weg, so. Und das sollte dann im Grunde alles sein. Dann beginnen wir mal mit der Datei hier, mit der Hauptdatei. Und als allererstes müssen wir hier natürlich wieder die Formatversion ändern auf die neueste Version, auf die 1.20.0. Material Instances müssen wir auch einmal ändern. Nochmal, wenn ihr eine eigene Textur verwendet, dann sollte das auf jeden Fall so bleiben, wie es ist. Aber wir benutzen hier die Textur für Kupferblöcke, also Copper-Block. Da seht ihr Copper-Block. Dann solltet ihr das verändern. Random Method brauchen wir nicht. Alpha-Test benötigt ihr, wenn ihr quasi ungefärbtes Glas habt. Blend braucht ihr für gefärbtes Glas. Und standardmäßig bei ganz deckenden Texturen könnt ihr es einfach entfernen. Dann wird es auf Opaque gesetzt. So, dann hätten wir das. Alles entfernt, was wir entfernen müssen. Wir gehen in die Description und fügen dort Menu Category hinzu. So. Und dann fügen wir die Kategorie hinzu. Und da haben wir jetzt hier natürlich verschiedene quasi ja, Auswahlmöglichkeiten. Ich packe das einfach in Construction rein, also die ganzen Baublöcke. Da es keine eigene Kategorie gibt für, keine Ahnung, Statuen oder so, dann fügen wir es einfach dort mit ein und dann hat sich das. Dann fügen wir noch Traits hinzu und das habe ich ja schon des Öfteren gemacht, das kennt ihr alle schon. Traits sind quasi Eigenschaften, die vordefiniert werden. Und dann kann man eben unter zwei möglichen Optionen quasi aussuchen, Placement Direction oder Placement Position. In dem Fall holen wir uns hier Placement Direction, Enabled States und Minecraft Doppelpunkt Cardinal Direction. Damit kann man dann quasi ja, die Eigenschaft festsetzen, in welche Richtung man geschaut hat, wenn man diesen Block platziert. Und dann setzen wir Y Rotation Offset auf 180. Ihr müsst es euch so vorstellen, wir schauen Richtung Süden. Dann zeigt die Statue auch Richtung Süden. Wir wollen aber, dass die Statue zu uns zeigt. Das heißt, wir müssen das Ganze einfach um 180 Grad drehen. So, dann hätten wir das. Components, fügen wir auch noch einige hinzu. Collision Box machen wir direkt und schauen uns an, was wir da benötigen. Dazu gehen wir nochmal hier zurück zu Blockbench. Und Blockbench entscheidet sich dazu, gerade neu laden zu wollen. Also gut, warten wir einen kleinen Moment. Sagen, Projekt wiederherstellen und dann haben wir das. So, wie machen wir das? Im Grunde könnten wir das wie einen ganzen Block machen, das wäre aber nicht besonders realistisch. Ich würde das irgendwie so eine kleine Box machen, die um die Figur quasi herumgeht. Also irgendwie, wir nehmen hier diesen Arm, das sollte ja der nordwestlichere Teil quasi von der
von der ganzen Figur sein. Und dort haben wir die Position minus 4, 10, minus 5. Okay, und dann geht das ja quasi jetzt mal erstmal in die x-Richtung. Da haben wir 1, 2 Pixel, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, die Breite ist 8. Von der Tiefe her haben wir hier vom Arm halt 6 und dann noch 1, 7 Bein, Kopf. Das heißt, wir machen einfach von der Position her machen wir minus 4, 0, minus 5. Und von der Größe her machen wir 8, 16 und 7. Genau. Dann fügen wir das mal ein, beziehungsweise tippen das dort ein. So, Collision Box, Origin, minus 4, 0 und minus 5. Dann gehen wir eins nach unten. Size, minus 8, 16, minus 7. Genau so, dann hätten wir das. Genau das gleiche machen wir dann auch gleich bei der Collision, bei der Selection Box. So. Warum wird das gelb unterstrichen? Ich weiß nicht genau. Achso. Hoppla. Warum habe ich die Größe negativ eingetippt? Das geht ja gar nicht. Die Größe bleibt ja positiv. Dann fügen wir noch was hinzu. Destructible by Explosion. Da brauchen wir jetzt den Explosionswiderstand von Kupfer. Und dazu gehen wir nochmal kurz raus und gehen dann hier zu Opera, wo ich das Minecraft-Wiki für den Kupferblock quasi aufgerufen habe. Und da haben wir Blast Resistance 3. Das heißt, Blast Resistance 6, so. Und das ist dann eben der Explosionswiderstand. Und hier ist es halt eben so, wir müssen den fünffachen Wert eintippen, also 30. Da haben wir Destructible by Mining. Da geben wir die Zeit zum Abbauen an. Also Seconds to Destroy. Und da machen wir auch wieder einen schönen niedrigen Wert. Schauen wir mal nach, wie lange könnte es denn dauern. Eisen hat 0,75, Diamant hat 0,6. Machen wir das einfach auf 0,6. Da haben wir einen recht niedrigen Wert. Aber an sich kann man das da nicht aus Versehen einfach abbauen. Dann schauen wir mal weiter. Flammable brauchen wir nicht, Display Name nicht, Friction brauchen wir nicht, Light Dampening. Packen wir das aber weiter nach unten. Ich will das so ein bisschen alphabetisch sortiert haben, daher machen wir das hier drunter. Nämlich Light Dampening auf 0, ist ja schließlich kein ganzer Block, also kann man das auf 0 setzen. Was haben wir noch, Light Emission brauchen wir nicht, Loot brauchen wir nicht, Map Color. Und das fügen wir auch gleich noch mit ein. Ihr seht, man kann es hier als RGB-Wert machen. Ich mache das als Liste. Man kann es als Hexadezimalcode quasi eintippen. Ich mache das als Liste mit RGB-Werten. Und in dem Fall, ich habe mir das vorher notiert, das sind 216, 127 und 51. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr die ganzen Kartenfarben. Und ihr seht, ich habe hier eine kleine Vorschau. Und ihr seht, das ist eindeutig Kupfer. Ja? Dann können wir hier ein Komma setzen und wahrscheinlich gehen wir dann jetzt hier gleich unten drunter. So, Map Color, Material, Instances, On-Foil, On-Interact, diese ganzen Block-Trigger brauchen wir erstmal nicht. Placement-Filter, Q-Ticking, Random-Ticking, Rotation, Selection-Box, da haben wir es. Machen wir Doppelpunkt und dann tippen wir genau dieselben Werte ein wie vorhin bei der Selection-Box, also Origin. Da hatten wir minus 4, 0, minus 5. Minus 4, 0, minus 5. Und dann noch die Größe. Und da hatten wir 8, 16, 7. Ja, perfekt. Nochmal kurz nachschauen, brauchen wir noch irgendwas? Nö, brauchen wir nicht. Wunderbar. Dann können wir das beenden. Events brauchen wir auch noch nicht, zumindest erstmal nicht. Erstmal holen wir uns die Permutations und machen dort geschweifte Klammern rein. Und jetzt Condition, Doppelpunkt. Und da machen wir Anführungszeichen. So, wir fragen jetzt quasi Eigenschaften ab vom Block, und zwar mit Query.blockProperty.
machen wir Klammer auf, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu. Und jetzt vergleichen wir das mit einem Wert, zum Beispiel North. Das heißt, wenn wir in die Richtung Norden geschaut haben, beim Platzieren des Blocks, dann soll hier eine Blockvariation entstehen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Dann machen wir hier Components, Doppelpunkt. Ich würde gerne einen Abstand dazwischen packen. Genau so. Und jetzt müssen wir die Figur im Grunde drehen. Ja? Wir könnten natürlich 4 verschiedene Variationen vom Blockmodell machen, aber in dem Fall macht das keinen großen Sinn. Ja? Deshalb machen wir das einfach so und wir fügen weit unten Transformation hinzu. Mit Transformation können wir quasi den Block verändern, unter anderem Rotation, Scale, Translation. Okay? Und Rotation packen wir hier tatsächlich auf 0, 0 und 0. Ja? Wenn wir das hier auf North haben, dann soll der Block ja zu uns zeigen, nach Norden schauen. Und wenn wir hier uns das Blockmodell quasi anschauen, dann seht ihr, da ist Norden, die Figur zeigt schon die ganze Zeit Richtung Norden. Da müssen wir dann gar nichts ändern. Aber wir müssen es halt quasi festlegen, für jede dieser Bedingungen muss man einzelne Variationen machen. Okay, dann gehen wir weiter. Und im Grunde kopieren wir das jetzt hier nochmal. Also wir schreiben genau dasselbe auf und verändern dabei eben den abgefragten Wert und dann eben die Rotation. Ja. Also können wir hier sagen Condition, Anführungszeichen, Query.BlockProperty, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu, gleich, gleich und dann sagen wir zum Beispiel South, Apostrophe, Apostrophe bitte, danke. So, setzen wir ein Komma, auch wieder Components, Components. Geschweift Klammer auf, geschweift Klammer zu. Dann wollen wir wieder Minecraft Doppelpunkt Transformation. So, dann sagen wir Rotation, so. Und diesmal sagen wir 0, 180, 0. Ja? Also das ist jetzt hier im Grunde die Richtung. Wenn wir das uns mal anschauen, mal schauen, ob es klappt. Wir schnappen uns die ganze Gruppe und wir drehen es hier, ja, um 180 Grad. Und jetzt steht da minus 180, aber minus 180 und 180 ist genau dasselbe. Und dann seht ihr, das zeigt einfach Richtung Süden. Ja? Und das wiederholen wir jetzt für die anderen beiden auch. Zum Beispiel Westen wäre 90 Grad und Osten wäre quasi minus 90 Grad oder 270 Grad. Ich füge das dann einfach mal kurz hinzu und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe die jetzt hinzugefügt. Ihr seht Condition, Query.BlockProperty, Minecraft.CardinalDirectionWest und dann haben wir da 90 eingefügt und dann CardinalDirectionEast und dann haben wir 270 eingefügt. Sollte dann auch alles richtig sein, dann können wir das Ganze auch einfach mal ausprobieren und das speichern und schließen wir einfach mal. Genau so. Und ich würde tatsächlich ganz gern quasi ein Rezept dafür hinzufügen. Das wäre ganz lustig an sich, wenn man das herstellen könnte. Ist ja jetzt an sich nicht so wichtig, wenn es eigentlich ums Oxidieren, Verrosten geht, aber ich möchte es einfach mal machen. Ja? Also schauen wir uns das Ganze mal an, wie könnte man das herstellen. Rezepte, auch wenn man das an sich nur auf der Werkbank jetzt herstellen würde, sage ich trotzdem einfach Crafting Table, Copper, Unterstrich, Statue, Unterstrich Zombie, genau so, passt perfekt in die Lücke hier rein. Und Template sagen wir Shaped Recipe, also ein Werkbankrezept. Sagen wir Create. Und dann fügen wir natürlich die nötigen Sachen hinzu, unter anderem die Tags. Da muss Crafting Table rein. Crafting Table, so. Und dann kommen die Keys. Ich mache einfach mal hier die Raute bzw. das Hashtag rein und das wird unser quasi Kupferbarren. Ja, wir sagen Item
Mal schauen, ob es vorgeschlagen wird. Dauert natürlich eine Weile. Es gibt sehr viele Gegenstände in Minecraft. Muss man einfach mal anmerken. Und das, ja, das dauert ein bisschen. Natürlich könnte man auch einfach Copper Ingot eintippen, aber da steht es ja, Copper Ingot kann man einfach benutzen. Und dann setzen wir ein Komma. Ich würde nämlich immer gerne noch sowas hinzufügen. Was machen wir hier? Keine Ahnung. Und machen wir ein Unzeichen rein. Das ist relativ egal. Es geht einfach nur darum, dass es dann dasselbe ist wie in der Form quasi. Dann sagen wir Item. Und leider wird es nicht vorgeschlagen. Okay. Rotten unterstrich Flash. Habe ich hoffentlich richtig geschrieben. Ja, Rotten Flash wird vorgeschlagen. Dann funktioniert das. Und dann fügen wir hier unser Pattern hinzu. Und da würde ich sagen, wir machen hier Abstand und Abstand. Wir haben natürlich hoppla, ein Komma, müssen wir ein Komma setzen. Dann Abstand und Abstand. Das müssen dann halt eben leere Felder einfach sein. Und zu guter Letzt machen wir Raute, Raute, Raute. Das heißt, wir haben quasi eine Platte unten, die aus Kupfer besteht und dann zweimal verrottetes Fleisch obendrauf, was dann eben für den Zombie maßgeblich ist. Wunderbar, dann fügen wir hier unser Result hinzu. Und dann sagen wir Item. Und dann TA Doppelpunkt, hoppla, TA Doppelpunkt. Mal schauen, ob es vorgeschlagen wird. Nö, möchte nicht. Gut, dann sagen wir Copper Statue Zombie. Und da haben wir es. Es hat auf jeden Fall funktioniert, es wurde erkannt. Und damit können wir jetzt auch unsere Kupferstatue für den Zombie herstellen. Wunder, wunderbar. Gut, dann können wir das hier einmal exportieren. Einmal als Minecraft-Addon quasi abspeichern, runterladen. Dann gehen wir rüber zum Browser und schauen uns dort einfach mal die Downloads an. Und dann haben wir hier Tutorial-Addon, Copy. Warum auch immer, keine Ahnung. .mc-addon öffnen wir und importieren es in Minecraft. Da haben wir es importiert. Dann gehen wir mal auf Spielen. Und dann fügen wir das hier in unserer Tutorial-Addon-Welt hinzu. Müssen einfach einmal das Addon austauschen, das ältere entfernen und das neuere hinzufügen. Natürlich, wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann braucht ihr es natürlich nicht machen. Dann müsst ihr es einfach nur hinzufügen. So, dann sagen wir hier das neuere Addon deaktivieren, beziehungsweise das ältere Addon deaktivieren und das neuere aktivieren. Und dann können wir in die Welt gehen und das Ganze einmal ausprobieren. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Schnappen uns hier eine Kupferstatue, kupferne Zombie-Statue, um genau zu sein, so. Und einfach mal, keine Ahnung, Kupferblöcke. Da ziehen wir den mal hier und die Statue obendrauf. Und dann seht ihr, das ist doch eine hübsche kleine Statue. Da ziehen wir noch ein paar mehr, um die verschiedenen Richtungen einmal zu überprüfen. Das sieht richtig aus, das sieht richtig aus und das sieht auch richtig aus. Wunderbar, also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Es könnte sein, dass die Texturen ein bisschen merkwürdig sind von den Platten unten. Denn wenn ich hier mal einen Block daneben setze, dann seht ihr die Statue hier und der Block hier passt auf jeden Fall. Die haben quasi dieselbe Richtung, die von diesem ja, glänzenden Schein hier irgendwie. Aber das hier ist quasi rotiert um 90 Grad. Das liegt einfach daran, dass wir keine extra Modelle quasi gemacht haben, sondern einfach den Block gedreht haben. Aber an sich, wenn ihr nicht einen ganzen Haufen Kupfer daneben verwendet und vor allem genau diese Kupfervariation, dann fällt das an sich nicht allzu stark auf. Ja? Jetzt ist natürlich so ein extremes Beispiel, wo man das dann auch wirklich ausreizt. Da erkennt man das schon. Hier ist einfach die Drehung falsch. Das ist einfach um 90 Grad gedreht. Das sollte an sich nicht sein. Aber wenn wir hier, keine Ahnung, rübergehen und das auf Tiefenschiefer packen, dann fällt das niemandem auf. Ja, dann ist es auch völlig in Ordnung.
Gut, können wir das Ganze herstellen? Gehen wir mal einmal hier rüber zu unserer Werkbank und dann schnappen uns die Sachen, die wir dazu benötigen, nämlich Kupferbarren und verrottetes Fleisch. So, dann gehen wir hier hin und stellen das einmal her, machen das so und einmal so und dann seht ihr, wir können uns davon beliebige herstellen. Wunderbar. Und das wäre es auch noch im Grunde fürs Erste. Das mit dem Oxidieren, Deoxidieren, das kommt in der Zukunft dran. Erstmal wollte ich hier die Figur fertig machen, so, damit wir eine Figur schon mal haben. Die werden wir dann auch in Zukunft kopieren, um quasi die drei anderen Variationen davon zu machen. Also die freiliegende, die verwitterte und die oxidierte Variante. Und dann natürlich, wenn es dann quasi, wenn es gewachst ist und wenn es nicht gewachst ist, Kupfer ist so vielseitig, deshalb mache ich es ja gerade extra als so eine Miniserie quasi. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!